einen wunderschönen guten Tag gewünscht. Heute öffnen wir, was ich finde, etwas sehr, sehr Schönes. Und zwar von Weiß-Schwarz das Captain Tsubasa Set. Das ist jetzt seit einer Woche ungefähr draußen. Ungefähr seit einer Woche draußen. Ich weiß auch deswegen nicht, was uns hier für Karten erwarten. Aber das ist halt Kindheit pur, dieses Set, finde ich. Wer hat es nicht geguckt? Die Kickers oder Captain Tsubasa in den 90ern. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie alle heißen. Ich glaube, hier der Deutsche ist irgendwie was mit Schneider oder so. Aber ich würde sagen, wir machen einfach das Ding auf und lassen uns mal überraschen, was uns hier erwartet. Also ich denke mal, da wir ja wieder schwarz-weiß oder weiß-schwarz öffnen, eher gesagt, dass hier irgendwas drin sein wird, wo so ein Goldstamp drauf ist. Das sind ja dann immer so die Chase-Karten, sage ich jetzt einfach mal. Und ich denke mal, wenn wir irgendwas ziehen mit Captain Tsubasa Unterschrift drauf, dass das so schon die Karte ist, die scheppert. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier irgendwie aufkriegen. Oh, genau, wir haben auch eine Promokarte wieder drin. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich bei jedem Weiß-Schwarz-Set so gewesen? Schauen wir uns erstmal die Promokarte an. Und hier haben wir den Deutschen. Oh, ich glaube, Schneider hieß der. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, Schneider hieß er. Ich muss mal eben gucken, hier nochmal ein bisschen scharf stellen. So. Es gab ja auch vor einigen Jahren das PlayStation 4 Spiel Captain Tsubasa. Das war auch richtig, richtig gut. Ich meine, online habe ich zwar auf den Sack gekriegt, gegen die ganzen süchtigen Japaner, aber hat schon Spaß gemacht. Auf jeden Fall sehr schön. Haben wir mal den deutschen Spieler. So, und ich weiß gar nicht, wie viele Booster uns jetzt hier erwarten. Holen wir mal alles hier einfach raus und dann schauen wir mal. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 Boosterkönner haben wir. Und dann würde ich sagen, gar nicht lange quatschen. Machen wir das Ding up. So, Moment. Wenn ich den Karton auf die Mülltüte stelle, ist das natürlich nicht gut. So. Dann ist das natürlich nicht so gut. So. Wie gesagt, Leute, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die Spiele heißen. Es geht ja auch hier auf meinem Kanal hauptsächlich darum, euch die Produkte vorzustellen, zu zeigen. Falls ihr dann irgendwie Bock habt, die auch zu öffnen, könnt ihr das gerne machen. Verstehe ich das Rumgemecker aber nicht. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. So, aber ist ja wurscht. Dann haben wir hier unsere erste Karte. Da wird Kriegsrieger einen Kick gegen den Kopf oder macht ihr gerade einen krassen Kopfball? Das weiß man nicht. Hier, ihn kennt man auch. Boah, ich hätte mich vorher schlau machen sollen, ne? Das ist ja, glaube ich, einer von diesen Teufelsdreiern, die diesen Teufelswirbel da machen. Hier haben wir schon eine Cracked Eiskarte. Der Falkenschuss hier. Ist das schon Tsubasa? Ich glaube schon. Sehr, sehr schick. Ach. Ist das. Wie hieß der nochmal? Heißt der Gregor? Das könnte Gregor sein. Das ist hier so der Trainer, glaube ich, gewesen. Oder der VIP-Coach-Gedönse. Und hier haben wir nochmal die nächste Cracked Eyes. Sieht man gar nicht so den Effekt. Doch jetzt. Ah, da kommt noch eine. Da kommt noch eine. Und einmal hier der Torwart. Sehr schön. Nehmen wir mal von den Stapel dann. Mal gucken, ob man die auch aufkriegt wie die Pokémon-Kärtchen. Ne, kriege ich nicht auf. Das kriege ich so nicht auf. Dann müssen wir das halt echt so aufreißen. So, ich bin mal gespannt. Also im ersten Boosterkin hatten wir jetzt zwei Cracked Eyes. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Hier, Argentina. Oh, den kennt man auch von Namen her. Dann haben wir doppelt. Torwart. Oh, zweite Booster und schon doppelte Karten. Hier, unsere erste Cracked Eyes. Ist das nicht die
Das Mädchen, was im in Tsubasa verliebt war. Und dann haben wir hier nochmal den Torwart. Den krassen. Also Captain Tsubasa, richtig, richtig gut. Ich meine, es war komisch gewesen, wenn man sich das angeguckt hat, dass die halt immer so eine halbe Stunde lang über das Feld gelaufen sind. War schon lustig, aber trotzdem, ey. Mit eines der besten Serien damals, wenn die da ihre Ultimate-Schüsse gemacht haben. War schon nicht schlecht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu gucken. So. Dann geht es weiter. Auch hier einer aus dem japanischen Team. Den Boy hatten wir auch gerade schon. Dann wieder Argentinien. Ne, ich habe gedacht, das wäre auch Cracked Ice. Das sah gerade so aus. Ah, guck mal. Da haben wir sie. Dann ist wahrscheinlich Cracked Ice in jedem Büsterken. Sehr schön. Die sieht geil aus, die Karte. Die sieht richtig schick aus. Nice. So. Da bin ich mal gespannt, was wir hier ziehen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Es gibt ja auch einige, die kennen das ja gar nicht mehr, die Kickers oder Captain Tsubasa, weil die viel zu jung dafür sind. Habt auf jeden Fall was verpasst. Ich glaube, irgendwo konnte man Kickers und Tsubasa gucken. Also ich denke mal Crunchyroll auf jeden Fall. Oh, hier haben wir eine Refractor, würde ich mal sagen. Oh, hört ihr das? Das ist so ein Effekt drauf über den Pokémon-Karten. Sehr schön. Jetzt kriege ich den rein. Ja, leider nicht. Man konnte das auch vorher auf Amazon gucken, glaube ich. Also auf Prime. Und ich denke mal, wenn man aber auch Crunchyroll hat, kann man das da auch... Oh, kann man das auch da sehen. Auf jeden Fall sehenswert, Leute. Oh. Der Tigerschuss. Ja, da kriege ich direkt Bock, ne? Ich glaube, ich muss das gleich mal installieren wieder. Captain Tsubasa für die PlayStation 4. Kriege ich direkt wieder Bock, das zu spielen. Weil man kann halt da auch die Superschüsse machen. Das macht richtig, richtig Bock. Vor allem, wenn man dann eine Karriere macht, dann kann man sich da seinen eigenen Charakter erstellen und alles. Und ich glaube, man konnte sich da auch sogar einen Superschuss raussuchen. Hat auch auf jeden Fall Bock gemacht, das Spiel. So. Weiter geht's, Leute. So, ein japanisches Team. Da müsste der Gregor sein. Boah, da müssten die Franzosen gewesen sein. Ja, das ist auch eine schöne Karte, einfach nur ein Ball. Keine Ahnung, wer das sein soll. Hier haben wir einmal Tsubasa. Sehr schön. Und da haben wir die Franzosen. Auch wieder eine sehr schicke Karte mit dem Eiffelturm im Hintergrund. Echt nice. So. Oh. Da reiße ich den halben Tisch ab. Ihn hatten wir auch schon. Boah, irgendein Torwart. Irgendein japanischer Trainer, Coach, whatever. Die Argentinier. Eine gelbe Karte. Die kann ich mir jetzt auf den Tisch legen, wenn dann böse Kommentare wieder kommen, kann ich die gelbe Karte zeigen. Das müsste hier der Torwart sein. Frag mich aber nicht von wem. Aber die mit den langen Haaren standen meistens im Tor. Hier der Doppelschuss, Alter. Der ballert auch ordentlich. Sehr nice. So, nehmen wir mal hier von der linken Seite. Wie viel haben wir nur noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mit diesem Boosterken hier. 6 mit diesem Boosterken. Und uns fehlt noch diese goldene Unterschrift. Uns fehlt noch die goldene Unterschrift. Hier haben wir Tsubasa. Oh, das. Genau. Hier ist das.
Ich glaube, die waren alle verliebt in Tsubasa. Boah, weiß ich nicht. Also alle Figuren, die so aussehen, könnten Tsubasa sein. Der hat ja auch so eine Sturmfrisur nach hinten gehabt. Ach, das ist auch unsere spezielle Karte. Die Japaner, Alter. Was machen die denn hier, ey? Weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall auch sehr gut aus, die Karte. Boah, ich habe jetzt die ganze Zeit die Titelmelodie im Kopf. Ne? Ich will es aber nicht singen. Ich will es ja nicht singen. Also die Melodie halt, ne? Oh, die Schwarzen. Ich glaube, das war so eine Gegnerschule, oder? Sehr nice. Die schicke Karte als Refractor. Boah, keine Ahnung, wer das sein soll. Auch sehr schick. Wieder so ein super Schuss. Sehr nice. Also ist so ein bisschen vergleichbar heutzutage wie... Boah, wie heißt das? Mario's Smash Soccer? So ein bisschen ist das vergleichbar mit den Superschüssen und so. Nur krasser halt. Wenn die da so hochspringen, sich nochmal von der Latte abstoßen, zurück in den 12 Meter Raum sich dann springen und dann Hyperschuss machen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das zu sehen, Leute. Das ist schon echt krass, ey. Das ist schon echt krass. Ah, okay. Ah, sehr schön. Hier wieder unsere Refractor. Und ich glaube, das müsste so 19... Boah, ich glaube, das müsste irgendwann Ende der 80er rausgekommen sein, die Serie, ne? Also es ist halt echt schon uralt. Ich meine, da kam aber auch letztens, vor ein paar Jahren so eine neue Folgen raus. Meine ich... Wenn ich mich nicht täusche, auch bei Amazon. Irgendwas war da. Aber das fand ich nicht mehr so gut. So. Zwei Packs haben wir noch. Uns fehlt noch diese goldene Schrift. Falls die garantiert ist, heißt es natürlich. Ich weiß es gerade nicht. Aber ich meine, ich hätte bis jetzt aus jedem... Weiß-Schwarz-Display irgendwas gezogen mit einem goldenen Stempel. Ich meine, klar, bei den Blastern ist es nicht garantiert. Aber ich glaube, beim Display schon. So, jetzt haben wir noch die beiden. Nehmen wir das. Weil ich meine, bei Disney hatten wir auf jeden Fall einen gehabt. Ja, dann hatte ich halt Glück gehabt mit denen, ja doch, bei Star Wars... Hatten wir auch... Ne, ich glaube, bei den zweiten Star Wars Display hatte ich keine. Immer wieder einen deutschen Spieler. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Was wir hier Schönes ziehen können. Und es ist hier ein Torwart-Pack, oder was? Auch wieder hier unsere Cracked Ice-Version. Und hier haben wir zwei Rivalen. So, ja, letzte Booster kennen. Sehen wir mal, ob wir hier irgendwas ziehen können. Schauen wir mal. Preislich lagen wir jetzt bei dem Booster bei 44 Euro, glaube ich. Aber die Weiß-Schwarz-Displays sind ja nie so teuer. Das scheint der deutsche Trainer zu sein. Okay, wir kommen langsam den Enden entgegen. Zwei Kärtchen haben wir noch. Nee. Ach, hier war unsere
Cracked Eyes. Und das ist unsere letzte Karte hier wieder, Falkenschuss. Okay, dann ist hier doch keine Karte garantiert mit diesem goldenen Schriftzug. Ich hätte gedacht, da wäre tatsächlich in jedem Display eine drinne, aber da habe ich mich dann doch getäuscht. Falls es überhaupt die gibt, ich weiß es ja gar nicht, ob da überhaupt so welche Dinger drin sind, weil ich hatte mal gegoogelt und ich habe leider nichts über das Set gefunden. Naja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Set gefunden habt. Also ich fand das jetzt gar nicht mal so schlecht. Ist halt nochmal so Nostalgie, so ein bisschen in den 90ern zu schwelgen. Man kommt so nach der Schule nach Hause, schmeißt dann einen Rucksack in die Ecke, macht RTL 2 an und dann laufen da auf einmal die Kickers oder Captain Tsubasa. War schon eine geile Zeit. Ich glaube, heutzutage gibt das das gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, was so aktuell beliebt ist bei den Kindern. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Bis dahin, haut rein, ciao.